Schön, dass du da bist. Und weißt du, wo wir sind? Wir sind in Dülmen. Und weißt du, was hier sind? Hier sind ganz viele Wildpferde. Und ich freue mich voll, weil wir wollten da schon immer mal hin, aber irgendwie haben wir das immer nicht geschafft. So, und wie Konfuzius schon sagte, was du nicht machst, das machst du nicht, haben wir doch gemacht. Und da sind wir. So, wir sind jetzt hier aus dem Auto und wisst ihr was? Da sind direkt die Pferde. Guck. Moment, wo sind die Pferde denn? Jetzt sind sie weg. Watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Jo, also was soll ich sagen? Also so die Sache selber, die war eigentlich ganz schön, ne? Ja, also es ist schon schön, aber es sind halt Pferde auf der Wiese und die fressen und die schlafen und die trinken und dann gehen die mal von links nach rechts, dann wiehern die mal und dann war es das. Wir haben jetzt entschlossen, wir fahren jetzt woanders hin, weil das Blöde ist halt, wir dürfen den Hund hier nicht freilaufen lassen und wenn wir jetzt hier im Wald spazieren gehen können, sollen, müssen, weil ja ist ja nichts mehr anderes, scheint ja nur die eine Herde zu sein, möglicherweise ist noch eine zweite, aber die werden auch fressen, schlafen, trinken, bla. Deswegen fahren wir jetzt zum Silbersee und dann kann die Mali schwimmen gehen und wir sind ein bisschen entspannter und alles ist schön. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Jetzt haben wir die Ponys eingetauscht gegen Alpakas, weil die nämlich die schöneren Frisuren haben, seht ihr? Wir sind jetzt hier im Wildpark Frankenhof in Reken. Ja, das mit den Wildpferden war nett anzusehen, aber irgendwie war der Rundweg nur 1,9 Kilometer lang und die Anfahrt hat viel länger gedauert, als dann letztendlich das Sehen der Pferde. Also Pferde auf der Wiese fressen könnte bei Allsinn nicht zwingend 4 Euro für bezahlen. Also insofern kann man machen, muss man aber nicht. So nämlich. So, jetzt sind wir wie gesagt hier in diesem Wildpark. Haben den Hund natürlich immer noch dabei. Also ich weiß nicht, ob das für den Hund so schön ist, der hat natürlich viel zu gucken, aber für Kinder scheint es hier wirklich sehr schön zu sein. Also ich mag jetzt nicht unbedingt Kinder, also nicht falsch verstehen, liebe Eltern. Hallo? Ich bin auch eine Mutter, wie man an Joanna ja unschwer erkennen kann, aber ich bin froh, dass sie schon irgendwie alleine leben kann. Ja, so, dann gucken wir mal, was hier alles so gibt, außer Alpakas mit schönen Frisuren. Und er sagt, das Alpaka will der fressen. Warum? Ja. Weiß ich nicht, das mag mich nicht. Ha. Bestimmt, weil du die gleiche Farbe im Kopf hast wie das Vieh. Möglich. Hier zwischendurch gibt es immer mal wieder so Märchendinger. Also wir waren gerade bei Aschenputtel. Ich glaube, jetzt sind wir bei Hänsel und Gretel. Guck. Da. Da sind nämlich Lebkuchen dran. Und Lebkuchen gibt es, glaube ich, nur bei Hänsel und Gretel. Ah ja, siehst du, da ist der Hänsel. Warte. Da ist der Hänsel. Warte mal, ich suche den Hänsel mal eben für dich. Siehst du den? Jetzt. Guck. Da ist ein Hänsel. Und der arme Kerl ist schon hier in den Käfig gesteckt, ne? Weil der wird ja jetzt schön gemästet. Und dann wird der lecker gegessen. Und dann gibt es Schmorhänselbraten. Ich glaube, die haben alle den gleichen Friseur. Jetzt sind wir bei den Jacks und guck mal jetzt. Warte.
Guck mal, das Jacke hat das gleiche, die gleiche Frisur wie eben das andere Ding. Wie hieß das nochmal? Alpaka. Ah, nie das Alpaka, nur in Langhaar. Weißt du, da ist der Pony schon ein bisschen über die Augen gewachsen. Jetzt sieht er nichts mehr, deswegen liegt er da. Ja. So ist das. Also jetzt wisst ihr, warum ich eine neue Frisur habe. Ich wollte hier in dem Park absolut nicht so auffallen. Mein Gott, hat der einen Arsch. Alter, was für ein Kleid der anhat. Nicht geheuer hier mit dem. Ja. Oh Mali, hier bin ich. Wenn der jetzt wieder losgeht, dann schreckt die sich. Mali sitzt. Mali. So, jetzt sind wir hier bei Rapunzel. Und irgendwie habe ich im Kopf, dass in dem Märchen Rapunzel, Rapunzel, dass dein Haar herunterkommt. So, und ich zeige euch jetzt mal, was da hängt. Irgendwie sieht das aus, als hätte die Hang. Ich dachte, das ist ein Kinderdings hier. Ich schnall das nicht. Echt, wie geht das denn? Guck mal jetzt. Habt ihr gesehen? Voll gruselig. Da kriegen die Kinder ja Albträume. Das sind ja nicht meine Kinder, von daher ist mir das egal. You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind, mind's lost in its thoughts. I want you, you, you. Want only you, you, you. But my heart's all tied up in knots. Also, wir müssen das jetzt hier auch mal festhalten. Also der Hund hier, der hier, wenn ich ihn jetzt richtig drauf habe, der ist voll lieb hier. Die will zwar hin und wieder mal ein paar Kinder fressen, aber das ist auch nichts Schlimmes. Wer will das nicht? Ja, wie der Herr so ist geschehen. Ja.
said, wanna release it. Wir sind bei den Elchen, aber da sind gar keine Elche, aber ich mache jetzt mal den Elch-Lockruf, der nämlich so geht. Ich blicke was, was du nicht blickst. Bumm. Normalerweise brabbelt die Nicole immer sehr viel, aber heute ist sie die absolut beste Fototöse. Ja. Fototöse. Alter, guckt euch mal die Bilder an. It's not a trick. Ja, it's a bison. It's a flimmering bison. Set lies an unser Handy. Das war aus dem Wildpark. Der war. Ja, schön. Ich habe nicht aufgepasst, Entschuldigung. Ja, der war schön. Der war wirklich schön, weil ich habe schon gedacht, der Tag wäre am Arsch. Weißt du, so der Day After, weil das Dülmen war ja nichts. Aber das hat das echt gerettet. Also, das war wirklich, wirklich schön. Also für Kinder sowieso. Wirklich. Also für Kinder super schön. Aber auch für Erwachsene. Also war schön. Ja. Schön, schön, schönchen.
Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt auch schön. Ne? Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn das heißt... Das ist egal, auf jeden Fall. Tschö. Mühlheim on Tour. Mühlheim on Tour. Ruhrpottler on Tour. Genau, warte mal, 2, 4, 6, 8. Ruhe. 8 Legs on Tour. Was? 8 Legs on Tour? Ja, 8 Beine on Tour. Ah, okay. Ja. Achso, warte mal, die hat ja 4 Beine. Also, Ruhrpottler. 10 Legs on Tour. 10 Legs on Tour, okay. So, ciao.